Willkommen zurück, Freunde, bei Siege of Dragonspear, dem Baldur's Gate 1 Add-on. Wir befinden uns hier mit dieser unheimlichen Musik in den Kavernen Unterburg Drachenstein. Ist das schon offiziell? Ich weiß es gar nicht. Gucken wir mal ganz kurz. Ich glaube, offiziell ist es einfach nur unterirdischer Fluss, ne? Aber schaut mal. Wir bewegen uns Richtung Burg Drachenspeer. Wir sind schon ein Stück weit gewandert hier. Ja, also irgendwo wurde mal von Kavernen unter Burg Drachenstein gesprochen. Ich weiß nicht, entweder im Tagebuch oder so, sonstiges. Ich denke mal, dass es hier weitergeht. Also das ist relativ offensichtlich, dass es hier weitergeht Richtung Drachenspeer. Die Wünschelrute dreht sich auch die ganze Zeit, dass wir nach Norden gehen sollen. Wir müssen aber erstmal hier dieses Gebiet erkunden. Hier sind noch ein paar kranke Leute. Wo lagen die nochmal? Hier, glaube ich, ne? Die unsere Hilfe brauchen. Und ein paar Feinde. Und hier ist noch ein interessanter Tempel und da unten ist ein durchgeknallter Druide. Beides erwartet unsere Aufmerksamkeit. Deswegen lasst uns da mal in diese Richtung marschieren. Right. Da war vorher ein Pilz, der in unsere Richtung marschiert ist, wiederum. Die Frage ist, hat er uns schon erreicht oder ist er wieder umgedreht? Das ist die Frage. Im Moment schaut es ganz gut aus. So, hier steht eine Dryade mit zwei Dunkelhirten. Dunkle Hirten, ich glaube, so heißen die. Lass uns auf den Kampf vorbereiten. Wir sollten auch mal ein paar Tränke nehmen. Wir nehmen viel zu selten Tränke. Also erstmal Gesang. Minsk, du kannst auch irgendwas machen. Was kannst du denn nochmal machen? Nee, du kannst nichts machen. Okay, ich verwechsel das jedes Mal. Sie. Falle stellen. Safanas Kuss, was ist das denn? Verzauberung, Berührung. Die Bezauberung wirkt auf alle Menschen, Halbmenschen, Humanoiden, Menschen, die Menschen größer oder kleiner sind. Was bringt das? Sieht es in Safana eine gute, vertrauenswürdige Freundin, den Befehlen zu gehorchen ist. Okay. Müssen wir vielleicht auch mal im Hinterkopf behalten, dass Safana das kann. Gut, dann, ja, du hast nichts, aber hier haben wir einmal die Hast, die wir sprechen können. Da gab es hier nicht auch was. Gift verlangsamen. Ja. Das Zauberauge. Zwei Zauberaugen haben wir sogar. Okay. Nee, ich glaube, hier gab es nichts Sinnvolles, was wir machen können. Ja, und ach, stimmt, sie hat ja auch Heilmöglichkeiten. Gezielter Schuss sollten wir auch mal anwenden, ne? Bringt, sie ist Stufe 9, glaube ich, das heißt, Ziel erleidet Malus von plus 1 auf Rettungswürfe gegen Zauber. Warum nicht? Gut. Sonst machen wir doch immer noch mehr. Was machen wir denn sonst noch immer? Ah ja, Freunde herbeirufen, natürlich. Ich bin ja schon ganz durcheinander. So, Freunde herbeirufen, das machen wir immer noch. Das kannst du auch machen. Ups. Monster herbeirufen 3. Zwei Ogerbisserker haben wir. Die können wir hier mal in den Kampf schicken und uns dann von hinten anschleichen. Wäre vielleicht gar nicht mal so blöd, oder? Schauen wir mal, ob das funktioniert. Speichern vielleicht vorher, ganz kurz. So. Ach, da ist noch einer. Den dürfen wir natürlich nicht unterschlagen. So, Freunde. Da ist doch, sind doch Feinde. Geht doch mal dahin. Yes, dear. Wir versuchen dann diese Hammer-Triade so schnell wie möglich auszuschalten. Wo ist denn die Triade? Ich sehe sie nicht. Ich sehe sie blöderweise nicht. Das ist ein bisschen der Nachteil jetzt. Dann helfen wir zumindest... Oh. Hier. Die Feinde auszuschalten mit unserem Fernkampf. Fernkampf und du kannst auch Fernkampf, ja. Ach, das ist eine Spinne hier. So, die kommen jetzt alle gleich zu uns. Fernkampf, jawohl. Ah, da oben ist sie. Da oben ist sie. Jetzt ist sie gekommen. Und jetzt ist es wahrscheinlich zu spät. Jetzt fahren wir ein Stück zurück. Ihr solltet eigentlich alle ein Stück zurückgehen, weil wir sind jetzt schon gefangen. Ne? Clint ist schon gefangen. Und da kommt nochmal irgendwas ganz Fieses.
dann vielleicht nochmal gegen den Baumgeist. Die Spinne kommt hier, glaube ich, nicht durch. Der andere Baumgeist ist schon tot. Er ist gefangen. Ja, ich hoffe, dass wir sie mit den beiden Zaubern jetzt niedermachen. Vielleicht gehst du doch mal mit dem Zauber auf sie, statt auf ihn. So, und du kannst jetzt mit dem Zauber auf die Spinne gehen, denke ich. Müssen wir auf Clint aufpassen. Wo sind denn die gerade? So, du kannst hier mal den Rand der Welt machen. Du machst kein Erdbeben, ne? Bin mir noch nicht ganz sicher, wo das Erdbeben jetzt am Ende herkommt. Ob das nicht doch von unserer Waffe kommt, weil irgendwas hatten wir doch mit Erdbeben bei unseren Waffen, aber ich glaube, die haben wir nicht verwendet, ne? Die haben wir nicht verwendet. Ist das die hier? Nein, die ist es nicht. Irgendwas war da, auf jeden Fall. Ich weiß es nicht mehr. Ich habe jetzt auch keine Lust, alle Waffen durchzuschauen. So, du gehst in den Nahkampf. Du würdest eigentlich auch in den Nahkampf gehen, aber du kannst im Moment nicht. Du bleibst beim Fernkampf, ist gut. Du bleibst beim Fernkampf, ist gut. Sehr gut. Jetzt alle auf die Spinne. Die leider Clint im Visier hat, aber das können wir gleich lösen. So, da kommt noch was gegen. So, die haben wir. Okay, dann können wir alle hier jetzt gegen die Hammer-Triade gehen. Sehr gut, die haben wir auch. Dann bleibt uns jetzt nur noch kurz zu warten, bis die Zauber vorbei sind. Ah, Clint ist wieder frei. Sehr schön. Tread carefully. Creatures of fearsome power lurk in such places as this. Wir sind nicht mal ein einziges Mal verletzt worden. Schaut euch das an, Leute. So gut lief dieser Kampf. Jetzt gehen wir an die Pilze da oben. Die Pilze da oben, glaube ich, die schaffen wir auch ohne große Hilfe. Oh, ist noch eine Falle. Da war eine Falle, oder? Die Fledermaus hat auch einen Rettungswurf gegen den Zauber. Krea-Falle zugeschnappt, aber ist nichts passiert, offensichtlich. Ja, ist nichts passiert. Wahrscheinlich war das so eine Spinnenfalle. Yes, dear. Noch haben wir gehen aus diesem Bereich hier raus. Jetzt dann auch raus. Da waren die Pilze, ne? Genau. Dann, Sweetheart? Safana, schau doch mal ganz kurz, ob hier eine Falle ist. Whatever you like. Nein, aber Pilze sind da. Die jetzt kommen sie auch schon. Eieiei, Hilfe! Yes, dear. Ah, verdammt. Worry not. Den ersten haben wir schon verloren. Wir müssen hier bleiben, weil sonst ist sie ungeschützt. Wir können auch einfach Freunde herbeirufen und die dann nach da oben schicken, oder? Sollen wir den Stab der Monster herbeirufen nehmen? Nee, wir haben ja Zeit. Wir haben Zeit. Wir holen uns Spinnen. Ich glaube, Spinnen sind gut gegen Pilze. So, einfach mal eine Theorie hier in den Raum geworfen. Ich dachte, es wird einfacher gehen, aber offensichtlich ist dem nicht der Fall. Und ihr geht jetzt da hoch und kämpft. Ja, die Spinne ist schon verschwunden. Achso, das ist eine Phasenspinne. So, damit sind die abgelenkt. Und wir müssen auch eigentlich super jetzt hier mit Fernkampf die niedermachen können. Moment halt. Fernkampf habe ich gesagt. Ah, sie ist ja hier. Fernkampf, warum hast du die wertvollen Kugeln? Was hast du denn? Kugel plus 1. Hast du keine Billo-Kugeln mehr? Dann nimm doch die. So. Gut. Oh, schaut mal, der schleicht sie von hinten an. Der eine ist erledigt, genau. Der schleicht sich da wirklich von hinten an. Ich glaub's ja nicht. Und er ist leider jetzt auch verwirrt. Das war ist schlecht. Und sie ist auch verwirrt. Eieiei, wir verlieren hier unsere Leute. Und sie ist auch verwirrt. Inzwischen sind fast alle verwirrt, außer Clint, der vorher verwirrt war. Oh Gott. Ich hoffe, das wird jetzt kein Problem. Ah, schnell. Minsk ist nicht mehr verwirrt. Minsk kann... Oh doch, er ist immer noch verwirrt. Ich habe es noch nicht mehr gesehen. Aber Safana ist nicht mehr verwirrt. Sehr gut. Safana, du gehst auf ihn.
Und Clint, du nimmst nochmal den Stab und gehst auf diesen blauen. Nee, auf diesen blauen Heini. So. Nee, mit dem Stab. Okay. Ich habe nicht gespeichert nach dem vorherigen Kampf, ne? Die machen glücklicherweise nicht so viel Schaden, das ist ganz gut. So, der Stab ist aufgebraucht, aber wir haben, glaube ich, noch mehr, ne? Ja, noch mehr. Ich weiß nicht, ob der Stab jetzt gegen die Pilze so gut ist. Ist egal, wir brauchen den jetzt einfach mal. Du kannst auch wieder was machen, nein. Safana. Ja. Oh, 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 Minz ist gleich tot. Wir müssen jetzt dringend hier die Typen da besiegen. Ja, den einen haben wir. Den einen haben wir. Und jetzt schnell, Safana. Den anderen auch. Nahkampf, Fernkampf. Fernkampf geht schneller, ne? Ja, wir haben ihn erledigt. So. Und dann noch dieses komische Ding, bevor Minsk erledigt wird. Da kommt noch mal einer von links. Minsk ist auch schon wieder verwirrt. Verdammt. Können wir hier nochmal diesen Stab benutzen? Ja, ich glaube, das hat den erledigt. Safana wird jetzt leider auch in Bedrängnis gebracht. Ja, auch so ein intimer Stab. Schnell, benutzt den Stab. Ja, und gleich nochmal. Boah, das wird jetzt echt knapp, Leute. Ich habe auch vorher nicht gespeichert. Ich bin fähig. Komm, bevor Safana hier. Ah, schnell, schnell, schnell. Ah, jetzt sind alle da. Was ist einer tot? Ah, nein, Safana ist tot. Verdammt. Ah, verdammt. Das ist jetzt nervig. Na gut, okay. Gut, dann heilst du erstmal Minsk. Ich hasse es, wenn jemand stirbt. Das ist so unglaublich unnötig kompliziert, den wieder zurückzuholen. Aber so ist es halt. Gut, kann denn Minsk mal gucken? Ich werde jetzt erstmal die Sachen von Safana einsammeln. Ja, ist ja gut. So, also lass den Beutel rein. Was mich halt auch immer nervt, dann, man muss immer zuordnen, was hatte dieser Charakter überhaupt dabei. Ne? Das ist halt so die Sache. Was hatte der dabei? Aber ich glaube, wir kriegen das hin. Oh nee, das können wir doch nicht reinmachen, verdammt. Dann nimm das mal Krea. Ist zu weit entfernt. Ja, dann nimmst du das halt. Ist mir auch recht. Wir haben es gleich. Das geht auch nicht da rein, oder? Ja, ist auch überhaupt nicht nervig, dass er das alles, dass es jedes Mal sagt. Jetzt hör doch auf. Ja, er muss Ruhm für Bu machen, ist mir schon klar. So, jetzt haben wir alles von Safana zumindest mal mitgenommen. Dieses Schwert ist aber nicht von Safana gewesen. Nein, das war nicht von Safana. Das wäre komisch. Die Klinge des Schattens plus 3, wow. Wurde als perfektes Mod-Werkzeug geschaffen. Sie wird von allen begehrt, die Meinungsverschiedenheit mit dem Schwert beilegen und ihr Besitzer ist oft nicht von langer Dauer. Doch, das war auch von ihr. So, okay. Wo ist Krea? Wo ist Krea? Krea fehlt mir. Krea, wo bist du? Wo ist sie? Da unten ist sie. Okay. Die ist während der Verwirrung dann nach unten gelaufen. Wir könnten jetzt hier ein bisschen nach oben gucken, aber ich glaube, das machen wir nicht. Wir gehen jetzt wirklich schnurstracks zurück und holen uns Safana zurück. Und das ist das, was jetzt sehr nervig ist. Weil wir müssen jetzt zurück ins Lager. Aber na gut. Solange er hier das nicht kann und wir, glaube ich, auch keine Schriftrolle haben. Haben wir eine Schriftrolle? Ich glaube nicht. Haben keine entsprechende Schriftrolle.
Wir wollten uns eine kaufen, aber irgendwie habe ich nicht gefunden, wo ich die kaufen kann. Nee. Das muss ja ein Zauber, eine Zauberspruchrolle, glaube ich, sein, oder? Die wir da suchen. Ich weiß nicht, wie kann man die unterscheiden zwischen normalen Zaubern? Das ist mir auch noch nicht so ganz klar. Ich sehe jetzt aber auf jeden Fall nichts, was da hinweist. Nee, das, wir haben das nicht. Wir haben das nicht, wir müssen tatsächlich zurück. Aber der Gelegenheit. Oder können wir hier vielleicht? Na, hier dürften wir. Nee, hier haben wir niemanden. Nein. Ach ja. Verkaufen können wir auch nichts sinnvoll, weil wir nichts gelootet haben oder bekommen haben. Hallo? Geh mal raus. Worry not. Tja. Warum muss sie jetzt da sterben? Warum musste das passieren? Das Monster war doch schon besiegt. Wir haben zumindest mal diese Himmelsstelle vernünftig einsetzen können. Warum so eine Gruppe Pilze so gefährlich sein kann? Wahnsinn, ne? Einer der gefährlichsten Gegner im Spiel, eine Gruppe Pilze. Hätte man sich auch nicht so denken lassen. Da waren sie. Da fing das ganze Malheur an. So, jetzt haben wir es zumindest schon mal aus diesem Gebiet rausgeschafft. Wir reisen hier hin. Und dann zur Priesterin. Komm, wir haben noch genug Gold. Das kostet ja auch immer so ewig viel Gold. Unser Gold wollten wir eigentlich für sinnvollere Sachen einsetzen. Hier unten steht sie. Da steht sie. Ach ja. Tausend kostet es inzwischen, Wahnsinn. Ach du meine Güte, na gut, es hilft nichts. So. Right. Ja. Ich bin so halb begeistert. So. Gut, was wir jetzt machen müssen ist, jetzt machen wir das, müssen wir dasselbe wieder rückwärts machen. Wie nervig. So, erstmal kriegst du die beiden Sachen. Gut. Ich glaube, immer 4 kann er nehmen. Ja, immer 4. Ersten 4. 2, 3, 4. Ja, es ist überhaupt nicht aufwendig und nervig, ich weiß. So, den können wir dann packen. Das können wir dann packen und den können wir dann packen. Tränke hätte ich nehmen wollen. Ja, jetzt habe ich vergessen, was ich vergessen habe beim Kampf. Ich wollte Tränke nehmen. Dann wäre der vielleicht auch ein bisschen besser ausgegangen, der Kampf. Da hätte uns auch geschützt gegen. Ach, das hätten wir auch machen können, ne? Wir hätten uns schützen können gegen Schwindel oder so. Da gibt's auch, gab es auch einen Schutz. Gibt's auch einen Schutz. Das benutzen wir im Moment nicht. Was ist denn das nochmal? Der Mykonidenbeutel, hatten wir den auch hier oben? Ich glaube schon. Das ist ein Wurfpfeil, ne? Tödliches Gift. Das ist ein ziemlich mieses Ding. Ah, falsche Taste. So. 1, 2, 3, 4. Da kommen dann die restlichen Tränke. Dein Schmuck, liebe Safana. Ich glaube dir nichts. Warum haben wir denn das jetzt gestackt und vorher nicht? Das macht doch auch überhaupt keinen Sinn. Einen einzigen Feuerpfeil. Ja. Können wir den nicht woanders hin tun? Hat denn nicht jemand anderes Feuerpfeile noch? Nee. Gut, dann der Rest. Ich glaube, wir haben es bald. Doch, da sind noch Feuerpfeile. Auch ein einzelner. Nee, das sind aber dann 62. Ach, wir müssen alle 62, ja. Okay. Okay. Und hier müssen wir auch 80 auswählen. Was ja das überhaupt nicht noch nerviger macht, aber gut.
Jetzt. Okay, jawohl. Ah, nee. Von dem Pfeil müssen wir natürlich mehr nehmen. Hallo? Ach. Ich muss gleich hier die Tastatur in die Tastatur beißen. So. Das war da. Das kann da hoch. Also jetzt nochmal. Von dem hier haben wir einen. Das passt. Von dem hier haben wir 15, bitte. Von dem hier haben wir wieder 80. Obwohl wir die auch in dem Beutel drin lassen könnten, die Pfeile. So, und von dem hier machen wir die kompletten 11. So. In den Rucksack. Fertig. Dann hier hoch. Wie viel Gold haben wir? 1600. Also wenn nochmal jemand stirbt, kommen wir langsam ins Problem. Gut. So. So ist gut. Und jetzt noch den Rest. Die Pfeile lasse ich, wie gesagt, jetzt erstmal da. Die braucht Safana ja eh eigentlich gar nicht. Wir haben sie ja nur zwischengeparkt bei Safana. So, das Ding auf dem Schädel, das hier hin und den Cape ziehst du bitte an. Die Halskette, das und das war's. Das war's. Den Rest hatte er schon vorher dabei. Ach, Gott sei Dank. Okay, das und dann schlafen wir. Hallo? Dann schlafen wir und dann ist diese Episode hoffentlich vergessen. Und ich hoffe, dass nicht bald wieder jemand stirbt. So. Gut. So, wir ziehen uns hier zurück zu unserem traditionellen Lagerplatz. Ja, du bist erschöpft, ich weiß. Wir schlafen jetzt hier auch. Und speichern. Dann jetzt zurück.